Aus der Umgebung kommen die Menschen zusammen. Es ist Markttag in Entasekera. In dem kleinen Dorf im Süden von Kenia, mitten im Land der Volksgruppe der Loita Masai, wird eifrig gehandelt. Vor allem Frauen bieten Waren an, Selbsterzeugtes und Gemüse. Noch vor ein paar Jahren war das hier unvorstellbar. Masai-Frauen hatten in der von Männern dominierten Masai-Kultur kaum Rechte und waren ausschließlich für die Kinder zuständig. Dass sich das geändert hat, dafür ist auch das nahe Spital mit angeschlossenem Bildungszentrum verantwortlich. Am Markttag kommen besonders viele Patienten, holen sich ärztlichen Rat oder warten auf eine dringend benötigte Behandlung. Seit 2005 arbeitet hier die Zillertaler Ärztin Maria Schiestl. Eigentlich hätte sie nur 3 Jahre lang die Fertigstellung des Krankenhauses begleiten sollen. Doch die ambitionierten Projektpläne waren nicht einzuhalten. Also blieb Maria Schiestl und nahm sich Zeit, das Projekt in Ruhe aufzubauen. Unterstützt wurde sie dabei auch von der katholischen Männerbewegung Österreich und ihrer entwicklungspolitischen Aktion Sei so frei. Viele Entwicklungsprojekte scheitern, weil man einen europäischen Zeitrahmen fixiert. Da muss das alles bewerkstelligt sein. Es wird auch, weil man das durchklopft. Und dann geht der Europäer weg, der Zeitrahmen ist zu Ende, das Projekt ist abgelaufen. Und dann kommt man nach ein paar Jahren zurück und es ist kollabiert. Und das war so mein Traum, dass ich es anders mache. Die Leute Masai und ihre Tradition ernst nehmen und ihnen nicht europäisches Denken überstülpen, das wollte Maria Schiestl von Anfang an. Geschätzte 300.000 Masai leben heute in Kenia und Tansania. Sie sind Halbnomaden und betreiben hauptsächlich Viehzucht. Die europäische Kolonisierung hat Spuren hinterlassen. Dennoch gibt es immer noch sehr einfach lebende Familien. Die Hütten haben keine Fenster, keinen Strom. Wasser wird kilometerweit herbeigetragen. Selbst für kurze Distanzen ist man hier oft Stunden unterwegs. Regelmäßig besucht ein Team des Krankenhauses die entlegenen Gebiete, um Medikamente zu verteilen und Menschen zu impfen. Viele Masai sehen sich als der verlorene Stamm Israels. Ob das historisch belegbar ist, darüber diskutieren Experten nach wie vor. Masai glauben jedenfalls, das auserwählte Volk ihres Gottes, Enkai, zu sein. Die Ruhe, die sie haben, also die Geduld, das unbändige Gottvertrauen auf den Gott Israels. Jetzt natürlich wissen sie auch über Jesus Bescheid. Es gibt so viele Dinge, das ist jetzt schwer, da in einen Satz hineinzuzwängen. Also ich habe schon sehr viel gelernt von ihnen. Seit 1979 ist Maria Schiestl den Masai in Kenia verbunden. Zuerst als Lehrerin einer Secondary School und jetzt als Ärztin. Das Team des Entasekera Krankenhauses muss weiter. Einer der Masai fährt ein Stück des Weges mit. Seine Mutter und seine beiden jungen Frauen mit ihren Kindern bleiben beim Vieh. Masai vertrauen auf traditionelle Naturheilkunde. Doch gerade in jüngster Zeit ist viel Wissen um die richtige Dosierung von Substanzen verloren gegangen. Immer wieder kommen daher Notfälle ins Krankenhaus. Mit aus Österreich gespendeten Geräten können hier im Entasekera die wichtigsten Blutuntersuchungen rasch durchgeführt werden. Und jeder Patient wird auf eine mögliche HIV-Infektion getestet. Im Lauf der Jahre hat Maria Schiestl ein gut eingespieltes Team zusammengestellt. Ihr Ziel ist es, hier nicht mehr gebraucht zu werden. Bei den Masai ist es üblich, alles mit einem Gebet zu beginnen, so auch die täglichen Teamsitzungen. Heute ist für Daktari Maria, wie sie hier genannt wird, das letzte Meeting für längere Zeit. Sie fliegt wieder einmal zurück nach Österreich. Ein bisschen Urlaub, aber vor allem Fundraising stehen dort auf dem Programm. Für das Spital müssen monatliche Kosten von rund 4.000 Euro durch Spenden finanziert werden. Hier im Zillertal ist Maria Schiestl auf einem Bauernhof aufgewachsen. Sie war das älteste von 7 Kindern und musste, als der Vater früh starb, Verantwortung für die Familie übernehmen. Das ist meine Heimat, meine Wurzeln sind da. Ja, die Heimaturlaube muss ich natürlich auch dafür nützen, nicht nur um neue Kraft zu tanken,
sondern auch um Spenden zu sammeln. Spaziergang zum Elternhaus, in dem jetzt der Bruder mit seiner Familie lebt. Erinnerungen werden wach. Die Mutter hat einst gerne Missionsschriften gelesen. Das faszinierte auch die junge Maria Schiestl. Die Berichte der Missionare weckten in ihr den Wunsch, Ärztin zu werden. Doch als älteste Schwester musste das Medizinstudium wegen der Sorge um die Familie zunächst hintangestellt werden. Knapp 20 Jahre später dann ein zweiter Anlauf, mit 37 Jahren und das neben dem Job als Lehrerin. Im Jahr 2000 dann die Promotion. Auch diese Sehnsucht gewachsen, dieser Traum, als Ärztin nach Afrika zu gehen. Dass man den Blick hinaus wagt, über den Tellerrand, über den Talschluss hinaus. Für mich war das nie ein Abenteuer. Für mich ist das, was ich jetzt tue und Erfüllung dieses Traumes, war immer Herzensangelegenheit. Ja, okay. Ja, ja. Du bist ja kluger. Zurück in Kenia. Mehrere Stunden braucht man über unbefestigte Straßen von der nächsten größeren Stadt quer durch das Weideland der Maasai bis zum Spital in Intersekera. Doch was noch vor kurzem allen Herden offen stand, wird mehr und mehr abgesteckt. Bei jeder Fahrt entdeckt Maria Schiestl neue Zäune. Der Maasai hat nie Grund besessen. Und jetzt, seit der neuen Verfassung, soll ein jeder Kenianer Land besitzen dürfen können sollen. Und das einzige Land, das noch nicht aufgeteilt ist, ist das Maasai-Land. Und jetzt beginnt plötzlich dieser Rush auf dieses Land. Das ist jetzt die größte Sorge. Wir sind schon so weit, dass das Gebiet der Leuta Maasai beinahe komplett eingezäunt ist. Und jetzt kommt das Unglück des Landverkaufs auf uns zu. Das wird dazu führen, dass viele Maasai-Herden keinen Grund und Boden mehr haben. Und das wird ein großes Desaster für unser Volk. Nicht zuletzt Unwissen und mangelnde Bildung machen es möglich, dass den Maasai Land weggenommen wird. Dagegen wollen Maria Schiestl und ihr Team etwas tun. In einem Seminarzentrum, das dem Spital angeschlossen ist, werden Kurse angeboten. Vor allem an Frauen richtet sich das Programm. Women Empowerment heißt hier das Schlagwort. Frauen sollen über ihre Rechte aufgeklärt und aus der von Männern dominierten Gesellschaft zu mehr Eigenständigkeit geführt werden. Das beinhaltet auch Informationen über Hygiene, Familienplanung und ansteckende Krankheiten. Jetzt haben wir hunderte Frauen, die sich beim Familienplanungsprogramm eingeschrieben haben. Das hat wirklich eine große Veränderung in der Familienplanung herbeigeführt. In einer männerdominanten Gesellschaft habe ich zu Beginn geglaubt, muss man mit den Männern arbeiten, um etwas bewegen und verändern zu können. Und irgendwann hatte ich das Aha-Erlebnis, ich muss mit den Frauen arbeiten. Durch die Ausbildung hier hat sich wirklich etwas in meinem Leben verändert. Ich kenne jetzt meine Rechte als Frau und die Rechte für meine Töchter. Wir haben mit der Frauenbeschneidung aufgehört. Ich bin jetzt in der Lage, in der Öffentlichkeit und vor allem auch vor Männern zu sprechen. Die Kurse haben mir ermöglicht, dass ich die eigene Familie und die Gemeinschaft der Frauen unterstützen kann. Ich bin nicht mehr abhängig, sondern eigenständig. Die Maasai-Ältesten der Gegend treffen einander in Intersekera. Wer kann, macht sich auf den Weg, um dabei zu sein. Früher war das reine Männersache. Frauen hatten nichts mitzureden. Doch das hat sich nun geändert. Mutig steht Mairamu Pingwa vor der Versammlung und präsentiert ihre Vorschläge. Verschafft sich Respekt und ermutigt damit auch andere Frauen.